Wir verstehen die Natur- und Erdmagie als einen Teil, in der die alten Traditionen gelebt werden und das Wissen um die Kräfte der Natur zum Bestandteil unserer Riten gehört. Wir erhalten alte Weisheiten und erweitern dieses Wissen mit dem Wissen der höheren Mysterien und bedienen uns der ganzen Bandbreite an Wissen. Viele der alten Bräuche leben durch Rituale und Jahresfeste in unserem Kreis wieder auf. Durch die jahrhundertelangen Wurzeln unserer Tradition und unserer Erfahrung in zeremonialmagischer Arbeit erhalten die Naturrituale eine besonders starke Kraft, die den Menschen helfen kann, eine tiefe Verbindung zu dem Land und der Natur zu bekommen. Eines der wichtigsten Feste ist das Fruchtbarkeitsfest Beltane Ende April. Wir treffen uns an einem Platz in der Natur, den wir seit Jahren mit vielen Ritualen energetisch aufgeladen und gesegnet haben. Die Stimmung an diesem Ort ist sehr magisch und jeder kann hier tiefgreifende Erfahrungen sammeln, wenn er sich der Kraft dieses Ortes öffnet. Der Tag gehört den Vorbereitungen auf das abendliche Ritual und die Frauen und Männer erhalten eine Aufgabe, um sich auf dieses Ereignis einstimmen zu können. Das Beltane-Ritual entstammt der alten Tradition, in der der Eichenkönig gegen den Stechpalmenkönig zum Kampf antritt, um die Hand der Jungfrau zu gewinnen. Der geschlagene König zieht sich zurück, um sich auszuruhen, bis er zu Säuen erneut gerufen wird. Die Göttin wird in diesem Ritual durch die Maikönigin vertreten und empfängt den Sieger des Kampfes, um mit ihm gemeinsam das Land mit Fruchtbarkeit für den kommenden Sommer zu segnen. Wir entzünden das Feuer, um in der lauen Frühlingsnacht im Schein des Mondes mit Met und in fröhlicher Gemeinschaft den Abend zur Ehren der Frühlingsgöttin zu verbringen. Wenn du die alten Bräuche erleben möchtest und den Ruf der Natur in dir spürst, dann bist du herzlich eingeladen, das Beltane-Fest mit uns zu feiern. In der Beschreibung zu diesem Video findest du einen Link mit allen wichtigen Informationen.